Lieber Steinbock, der November hat sowohl eine unglaubliche, wunderschöne Schwingung für dich, als aber auch noch einmal ein Feld, wo es ums Aufräumen geht, wo es um eine Veränderung geht, wo es auch um einen Umzug geht, und zwar in deiner inneren Stärke oder in deiner inneren Ohnmacht, in deine Macht hinein. Kann natürlich jetzt auch sein, dass ein Umzug tatsächlich ansteht, geht aber wirklich jetzt darum, dass du in deine Macht eintauchst, dass du ein neues Feld einräumst. Und dass du dich aus alten Verstrickungen befreist, um hier in einem neuen Zustand zu landen. Aber schauen wir uns das einmal genauer an, um was es geht. Wir haben jetzt hier, wähle die göttliche Perspektive der Verbundenheit und Einheit. Das heißt, wähle einfach wirklich dieses Feld in dir, wo du spüren darfst, wo du herausfinden darfst, was hinter den Dingen steht, was hinter den Matrixen verborgen liegt. Und um was geht es? Es geht darum, dass bei dir in deinem System, also entweder du hast sehr, bist erpicht darauf, sehr unabhängig zu sein, oder aber du verbindest mit dieser Unabhängigkeit oder mit dieser Kühle, die du vielleicht manchmal in dir trägst, eine gewisse Faszination. Und gleichzeitig ist es das, wo du hinsehen darfst, weil hier ist jemand, fehlt dir. Vielleicht, ja, wir haben hier nämlich eine Erfüllung. Wir haben hier eine Erfüllung in der Liebe. Wir haben hier eine warme, freudige Verbindung irgendwie auch. Also vielleicht darfst du dich hier auch erinnern, um was es hier geht. Vielleicht geht es darum, auch hier die Einheit wieder zu finden, und zwar auch mit den Anteilen in dir, die du da vielleicht in dir trägst, aber nicht zum Ausdruck bringen kannst. Und vielleicht ist genau diese Seelenverbindung auch das, was da jetzt in diesen Umzug drängt. Weil wir haben hier wirklich auch: Öffne dein Herz für die Liebe, also auch hier die Jesus-Energie. Dann haben wir: Liebe ist sonderbar, also hier kommt eine Reinigung hinein, die Symbolkraft, Wünsche manifestieren, Energie bündeln, auch die Sonne spricht für Wunscherfüllung in der Liebe. Lass dich da auf etwas ein, und der Eisbär steht schon noch von dem, was in der Vergangenheit vielleicht gelegen ist. Könnte auch sein, dass da jetzt eine positive Veränderung bei einem Vaterthema kommt, dass du hier etwas auflösen kannst, dass du eine Verstrickung hier löst für dich. Irgendwie lässt du dich hier neu auf etwas ein, und was mir so kommt, ist wirklich hier mit dem Zeigen Mut, den Schutzpanzer zu verlassen, gerade auch was die Partnerschaft betrifft oder was vielleicht auch eine männliche Person betrifft. Das muss jetzt nicht ein Mann sein, kann jetzt auch eine Frau sein, ja, aber jemand, der vielleicht eine Partnerschaftsrolle übernommen hat oder eine männliche Energie, das kann ja durchaus sein. Hab den Mut, hier über deine Verletzungen zu sprechen, aus der Verschlossenheit rauszugehen und die verhärtenden Fronten hier zu lösen. Und dadurch, dass es rausgeht, habe ich das Gefühl, es geht hier auch rein. Ja, weil was ist die Energie, die hier hineinkommt? Süße Erinnerung. Also irgendwas, auch mit dem Eisbein aus der Vergangenheit, wird dir hier klar. Irgendwas mit der Selbstmeisterschaft bringst du hier für dich in die Lösung, erkennst du hier, und erkennst auch, dass es hier scheinbar einen Außeneinfluss von anderen Menschen gegeben hat. Eifersucht, Kontrolle, vehemente, destruktive Personen, Beeinflussung vom Außen, aber vielleicht auch von übernommenen Mutterthemen von innen heraus. Wie auch immer, also hier kommst du aufgrund einer Erinnerung darauf, dass du dich eigentlich nur selbst verletzt und verlierst, wenn du jetzt nicht aus deinen Verletzungen lernst und dich wieder aktivierst in dieser ganzen Situation. Und so wie das ausschaut, kommt dieser Geistesblitz recht plötzlich. Um was geht es hier tatsächlich in deiner unbewussten Situation? Und da geht es wirklich darum, du selbst zu sein. Lass dich auf dich selbst wieder ein und mit der Acht in der Fülle fließen. Wir haben die Chakrenreinigung, die Karma-Auflösung, die Blockadenlösung, die Aura-Reinigung, weil es darum geht, jetzt wirklich dich mit deinen Wünschen wieder zu verbinden und deine Wünsche zu manifestieren, damit du wieder auf den Seelenweg vorankommen kannst. Auch wieder mit der Zehn. Wir haben jetzt da dreimal die Zehn, dreimal die Zehn. Da geht es immer darum, einen neuen Schritt einzuleiten. Es geht um dich, um einen neuen Weg. Um dich, um einen neuen Weg in dein Seelengefilde. Und hier mit der 3, und die 8 und die 3 zusammen sind wieder die Magie, die fließt. Und hier mit der 3 geht es wieder darum, seinen Weg zu finden, und zwar mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft verbunden miteinander, auch mit Himmel und Erde verbunden miteinander, dass alles in dir drinnen sich bewegt, um deinen Seelenplan zu folgen, um hier etwas zu bewegen, um die Kreativität auch der Schöpfung, um die es da geht. Was ist dir bewusst? An der Stelle, ich habe jetzt nur kurz, habe ich innerlich lachen müssen. Naja, auf jeden Fall ist dir bewusst, dass es hier jetzt geht um die Kraft der Freude, und es geht tatsächlich darum, hier auch mit Mutter, Gattin, Schwester, Tochter hier eine versöhnliche, wunderschöne, warme, herzoffene Situation natürlich auch mit der Christusenergie hier einzuleiten und dich hier mit Menschen zu verbinden, die ein klares und strahlendes Biofeld haben, so wie auch du eigentlich hier
hinein willst, weil das ist ja auch deine Wunscherfüllung hier. Ja, also dass du dich strahlen lassen kannst. Und das findest du hier nur in diesem Umbruch, in dem du kennst, was jetzt im Außen vielleicht nicht stimmig war. Und einen Umbruch findest auch aus deinen Herzmauern und einer Situation, einer zurückgezogenen Situation und einer Trennung heraus, wo du neue Wege findest. Auch wenn das jetzt eine Chancen- oder Ausreichsmöglichkeit, aber genauso auch eine Verlustsituation. Du könntest hier verlieren, du könntest aber auch gewinnen, sagen wir so, wie sagt man, der 50-50-Chance besteht in Bezug auf die Partnerschaft. Was ist dir bewusst? Dir ist bewusst, dass du hier ein Chaos hast. Dir ist bewusst, dass es dir schon auch um Unkosten, Investitionen, Sicherheiten, Geld, Materie, was auch immer alles geht, wo du Geschick, Verlässlichkeit, Fleiß an den Tag legst, wo du viel arbeiten kannst, aber irgendwie findest du dich hier in einem Labyrinth wieder. Und anstatt, dass du hier da jetzt irgendwo Schritte in diese Richtung gehst, ja, weil auch hier haben wir das Risiko 50-50-Chance, da haben wir es nochmal mutig sein, wo haben wir es dann noch? Mutig sein, den Banz abzuhören, eine Bombe platzen zu lassen. Hier auch einfach ein Ende, Verrat, Enttäuschung, Zerstörung, Wut, Zorn, alles Mögliche liegt da, was einfach, ja, ich weiß nicht, was bei dir los ist, aber sehr interessant auf jeden Fall, wo es darum geht, hier einen Weg zu finden, und scheinbar brauchst du da irgendetwas, was, weil du merkst, dass irgendwas hier nicht richtig ist. Irgendwas ist hier einfach verstrickt für dich, ja, hier das Chaos, da ist Fleiß, da ist alles drin, aber hier geht es um die Liebe, was hier ist, da geht es um was anderes, da ist was anderes drin. Ja, also was auch immer, was da bei dir los ist, da darfst du genau hinschauen und schauen, ist das das, was dein Feld zum Leuchten bringt oder eben einfach nicht. Und wir haben auch hier die Übergänge ins Reich der Geister, also es geht irgendwie darum, dich auch mit deiner Spiritualität verbinden, die Ordnung und die Strukturen, die Gefühlskälte, die Abwehr in die Versöhnung zu bringen und da wieder weicher zu werden als Gesamtes hier. Und hier haben wir sind hier, also auch irgendwie so eine Heimsuchung, Konflikt, Lernaufgabe, ungelöste Past Life beziehungs Lebensabschnittsgefährte mit jemandem, den du wahrscheinlich kennst, irgendwie auch schon, in eine unerfüllte Lernaufgabe, die hier gelernt werden will, die magische Raumreinigung auch, wo etwas, ja, vielleicht auch noch einmal neu beurteilt oder neu angesehen werden will hier, um was es dort zu tun ist. Weil was ist hier, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist Zeit für Veränderung und für etwas Neues technikweise nutzen. Also irgendwie hier wieder darfst du in die Bewusstwerdung hin. Hier öffnet sich für dich scheinbar ein neuer Raum, wo du eben dich mit Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen kannst, auch mit tiefem Vertrauen, wo es darin geht, einfach auch in die Wunscherfüllung zu kommen. Und damit musst du aber einen On-Off-Zyklus durchbrechen und den Absprung wagen von etwas, was immer wieder mit Auf und Abs geprägt ist. Und irgendwie bist du dann auch blockiert, auch in deiner Spiritualität und auch was vielleicht die offene Kommunikation oder deinen Seelenplan oder deine Verträge betrifft, die jetzt gerade im Moment, was die Spiritualität betrifft, im Umbruch für dich sind oder waren. Ja, also irgendwas ist hier blockiert. Schau mal bitte hin. Du bist auf jeden Fall, hier ist die göttliche Schutzhand drüber, hier ist im Prinzip die Wunscherfüllung drüber, unter dem, was hier noch liegt, damit du es erkennen kannst. Irgendwas musst du hier noch erkennen und in den Umbruch oder in die Beendigung bringen, damit etwas Neues für dich, wirklich Greifbares hier entstehen kann. Und da haben wir auch wieder, ich bin Kali, Tod und Wiedergeburt, auch wieder mit der 13, mit dem Kind auch. Also, mein lieber Steinbock, du hast hier wirklich einen Abschluss von einem Prozess. Die Geistwesen, die da sind, auch noch die alten Rollenbilder und Masken, die du hier getragen hast. Und in Wirklichkeit möchtest du deine Seele baumeln lassen, möchtest endlich in Entspannung gehen, möchtest endlich dein Zuhause finden und diesen karmischen Weg auch beenden mit der 36. Und zusammen mit der 9 geht es um die Vollendung auch, vielleicht jetzt auch noch in diesem Jahr, dass du hier etwas erkennen kannst für dich, um hier vielleicht mit Tabula Rasa auch aufzuräumen und die Bombe platzen zu lassen für dich, damit es in deinem Leben weitergeht. Ja, also du lieber Steinbock, es ist hier alles da, es ist hier alles wichtig jetzt für dich, es ist auch alles richtig für dich, aber es geht schon darum, dass du dich hier für dich und für deine Wege, für dein Wesen, für dich hier entscheidest, damit das alles in die Heilung, in die Auflösung und in die Faszination und in die wahre Liebe führen kann.